Herzlich willkommen am Residenzschloss Mergentheim zu unserer Zeitreise. Mergentheim war der Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens seit 1527. Ein geistlicher Ritterorden, gegründet in den Tagen der Kreuzzügen im hohen Mittelalter, dann erst in Ostpreußen tätig und dann ab 1527 hier. Ein Höhepunkt des Rundgangs im Residenzschloss Mergentheim und bis in die 1930er Jahre vollkommen in Vergessenheit geraten. Im Hochmittelalter, um 1250, stand ich jetzt in der Luft im Freien. Denn dieses Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, gab es noch gar nicht. Das war die Außenfront eines Prachtpalasts, der um Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet wurde. Errichtet hat ihn Heinrich von Hohenlohe. Er brachte es bis zum Hochmeister und wollte hier einen repräsentativen Palast errichten. Wir haben hier in einer seltenen Qualität ein staufisches Arkadenfenster. Wir sehen sogar noch über diesem Fenster die Reste der staufischen Verputzmalerei. Mergentheim wurde schnell zu einer der reichsten und blühenden Kommenden, über die der Deutsche Orden im Reich selbst verfügte. Besonders der Weinhandel war der Grund für den Wohlstand. Die Kommende rückte aber immer mehr in Richtung der Zentralverwaltung des Deutschen Ordens und wurde dann das Zentrum des sogenannten Meistertums. Und wir haben es schon erwähnt, ab 1527 dann der Sitz und der Repräsentationsort des Deutschen Ordens für all seine Besitzungen. Die Renaissance-Umbauten, besonders hier im Kapitelgebäude, wurde von zwei großen Treppentürmen flankiert, beides Rundtreppen. Die kunsthistorisch wertvollere und einer der Höhepunkte jeden Besuches in Mergentheim ist hier die Bärwarttreppe. 1574 holte sich der damalige Hochmeister Heinrich von Bogenhausen, Blasius Bärwart, als Baumeister hierher. Und er entwarf diese faszinierende, freitragende Spindeltreppe, die an sieben Säulen aufgehängt ist. In Wahrheit stützen sie, aber es wirkt, wie wenn sie aufgehängt wären, und die das gesamte Gebäude erschließt. Ein Höhepunkt, eine Spitzenleistung der Bauhandwerkerkunst in der Renaissance. Ein Epochenwechsel und ein Wechsel in der Vorliebe zur Gestaltung gewichtiger Räume. Wir befinden uns hier in einem klassizistisch geprägten Raum, der letzten Kapitelsaal des Deutschen Ordens. 1776 wurde er von dem Ordensbaumeister Bagnato so eingerichtet. Die Machtbasis des Deutschen Ordens war über die Jahrhunderte extrem zusammengeschrumpft. Aber immer noch hielt das habsburgische Kaisertum seine schützende Hand über sie. Die tatsächlichen Machtverhältnisse hatten aber nichts an dem Willen zur Selbstdarstellung und an der Selbstbehauptung geändert. Geprägt wurde der Raum während der Kapitelsessionen von einem großen Tisch mit 24 Stühlen. Dort waren für alle Balleien Plätze, auch wenn die Balleien gar nicht mehr existierten oder nicht mehr an den Kapitelsitzungen teilnehmen wollten, einen Platz für den Hochmeister und seine beiden Großgebietiger. An einem kleinen, separaten Tischchen saß immer der Schreiber. Wie jeder Repräsentationsraum in einem Schloss war dieser Raum natürlich multifunktional eingesetzt. 1791 musizierte hier ein junger Musiker aus der Hofkapelle des damaligen Kurfürsten namens Ludwig van Beethoven. Er gab hier in Mergentheim Konzerte für die Hofgesellschaft, hier oder in anderen Räumen, aber er spielte auch bei den Mergentheimern zu Hause in ihren Wohnzimmern und wurde dadurch bekannt und beliebt im Städtchen. Der letzte architektonische Höhepunkt, den die Hochmeister Mergentheim hinterließen, ist dieser Schlossgarten, in dem wir stehen. Wir kamen gerade aus dem äußeren Schlosshof, sind durch den Turm, der unter Maximilian von Österreich gebaut wurde, am Priesterseminar vorbei und befinden uns jetzt 200 Jahre später.
1798 und dann in einer zweiten Bauphase 1804, 1805 wurde dieser Landschaftspark angelegt, der mit einem barocken Garten kaum mehr etwas zu tun hatte. Keine Axialität mehr zum Schloss, ja sogar der Bezug zum Schloss wurde bewusst unterbunden, indem man diese Pappelallee baute.